Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im LS22 in Rebach. Und ja, ist natürlich immer noch finster, aber kein Problem, wir haben ja Licht. Aha, ja, gleich viel schöner. Das Fass habe ich versucht einzuparken mit dem Bührer, das war überhaupt eine Katastrophe, also es ging überhaupt nicht. Weil der eben, der kommt halt nicht mit dem, mit der Sperre zurecht. Und dann auch vor, also ne, vorwärts kann ich ja nicht, so wie bei ihm hier. Es ist halt wirklich was ganz, ganz anderes. Und da habe ich einfach nicht hingekriegt. Und dann hat er natürlich auch nicht so viel Licht, dass das gut funktioniert. Also habe ich es dann einfach sein lassen. Ah, guck mal, mit dem hier können wir das schon viel, viel schöner hier reinschieben. Sehr gut, steht der ganze Kram gleich mal viel besser. So, wir müssen ja eh hier ran, weil wir brauchen erstmal das Mähwerk. Das ist halt ein anderes Fahren, das merkt man schon, ne? Das ist schon auch wesentlich eleganter. Es ist halt, da merkt man schon ein bisschen, ne? Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, realer. Im Sinne von, ne, wenn ich jetzt so, also ich habe das beste Beispiel. Ich habe lange Zeit einen kleinen Mitsubishi Colt gefahren. Der ist jetzt mittlerweile auch Geschichte, weil wir einfach keine zwei Autos brauchen. Und der war aber schon so ein bisschen älter, 2008er Baujahr. Also es ging. Nicht zu alt, aber schon so, dass man merkt, ne, im Vergleich zu aktuellen Autos halt was anders. Und unser anderes Fahrzeug ist halt doch deutlich neuer, 2019er Baujahr. Und man merkt halt einfach den Unterschied. Ne? Das eine läuft halt ein bisschen einfacher, fluffiger, runder etc. drum und dran. Und das andere ist halt ein bisschen behäbiger. Ne? Aber bei so einem Gold ist es auch nicht so, dass man sagt, das Behäbige ist schön und toll. Aber wenn man so einen Oldtimer oder so hat, dann ist das ja auch irgendwie Teil des Spaßes, dieses Fahrgefühl zu haben. Ja. Von daher schon ganz cool. So, wir müssen, glaube ich, genau, wir müssen alles auf alle Fälle. Ja, wir haben. Ach, Quatsch. Ich habe gerade überlegt, den Schwad abmähen, aber wir haben ja sowieso nur Schwad. Nicht Schwad, Breitablage. Geht ja gar nicht anders. Wir haben ja kein anderes Equipment, von daher ist das so völlig in Ordnung. So, und dann müssen wir. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das dann aufteilen. Im Sinne von, welches Fahrzeug macht welche Aufgaben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich ihn hier dann erstmal auf dem anderen Feld abmähen lasse. Und wir können uns ja den Bührer schnappen. Mal gucken, ob wir hier im Dunkeln schon ein bisschen was hinbekommen. Ansonsten heben wir uns das alles jetzt bis in November auf. Ich muss nur eins beachten. Wir brauchen, nee, vergesst es. Wir brauchen 3 Monate um den Kram. Wir müssen aber auch nicht alles zu Ballen verarbeiten. Ne? Wir können auch ein bisschen was einfach nur in unser Silo kippen und der verarbeitet dann. Mal schauen, mal schauen. Ich überlege mir das mal noch. Ich bin da noch nicht ganz 100%, dass ich sage, ich habe da jetzt mein Fest fest geplant. Ich bin mal gespannt, was wir hier dieses Jahr runterholen. Wird ja ein bisschen was an Gras sein. Heu brauchen wir auch für die Kühe. Also da würde ich auf alle Fälle ein paar Ballen pressen. Vielleicht machen wir das einfach hier vorne. Vielleicht pressen wir das Feld hier komplett in Ballen. Für Heu. Also das heißt, das müsste man dann ja einmal noch wenden. Wie sieht denn das aus? Ist der, was sind die Geräte, die wir haben? Also Mähtechnik ist klar, ne? Beim Wender 80 PS passt. Schwader 80 PS passt. Ladewagen passt. Also die Geräte sollten eigentlich alle funktionieren. Dann können wir mit dem Bührer fahren. Das Einzige, was wir halt beim Bührer das Problem haben, der hat kein Frontgewicht. Müssen wir mal gucken, wie sich das fährt. Ist halt einfach, wie es ist, ne? Da wäre dann vielleicht doch der Mod-Traktor besser gewesen, weil dort hätte man die Wahl gehabt, glaube ich, auch in der Konfiguration da ein Gewicht vorne dran zu bauen. Aber wir werden das einfach feststellen, ne? Wofür wir das Gerät dann letzten Endes alles benutzen, das wird sich zeigen. Jetzt bin ich hier so dumm lang gefahren, sehe ich gerade. Dass wir die Hälfte vergessen haben abzumähen. Ist auch noch eine kleine Ecke offen hier. Nehmen wir auch kleiner mit.
sieht aus, ne? Also so viel Gras, wie hier rumliegt. Da bin ich mal echt gespannt, was hier zusammenkommt, Freunde. Vor allem bin ich echt gespannt, wie der Bürger sich schlägt hier durch den Hang. Weil das ist nochmal was. Das wird, denke ich, dem Kollegen zusetzen. So. Einmal die Bahn durch. Aber ich würde sagen, es ist eine angenehme Menge. Das kann man schon mal abmähen. So, hier ist ein Kurs angelegt, sehe ich gerade. Es sieht so aus, als wäre das auch tatsächlich Feld 00B mähen. Ja, das ist auch so angelegt, ne? Erster Wegpunkt. Dann mach mal. Kümmern wir uns jetzt heute gar nicht drum. Interessiert mich nicht. Ich würde das schon irgendwie hinkriegen, ne? So, wir nehmen uns den Bührer. Viel Licht haben wir nicht, aber ein bisschen. Und wir brauchen als allererstes mal den Wender. Und das ist der Kollege, der hier steht. Den nehmen wir jetzt einmal mit. In der Hoffnung, dass uns das keine Probleme macht. Denn ich glaube, der braucht eigentlich auch ein Frontgewicht. Oh, wobei, Moment. Im Moment sieht es erstmal noch ganz gut aus. Wirklich nicht viel Licht, was wir hier haben, Freunde. Eieieiei. Also, wenn ihr euch wundern solltet, es ist wenig zu sehen im Bild oder so. Das liegt nicht an den Videoeinstellungen, das ist tatsächlich so. Aber davon lassen wir uns jetzt mal einfach nicht beirren. Wir sollten rückwärts fahren vielleicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass hinten mehr Licht ankommt. Das sieht hinten definitiv deutlich heller aus. Aber der macht das gut, ne? Also auch hier, ne, berghoch. Ich hätte gedacht, der fängt jetzt mehr an zu schleifen. Aber der bringt die Kraft tatsächlich auf den Untergrund. Also das klappt echt anständig. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wobei, ne, es ist halt doch nochmal was anderes. Ne? Die Mähwerke, die brauchen halt auch ein bisschen. Und da ist auch ein bisschen, da sind wir ja wirklich an der Grenze. Hier ist es ja so, mit den Gerätschaften, wir sind ja nicht wirklich. Also, ne, 80 PS und wenn der Motor für 100 PS ausgelegt ist, da ist ja noch ein bisschen Luft. Wobei natürlich, ne, so eine Steigung darf man, glaube ich, auch nie unterschätzen. Das macht schon auch nochmal ein bisschen was aus. So, ich würde tatsächlich, genau, wir können, glaube ich, hier mit VCA fahren. Und dann haben die Kühe wieder happy happy. Ich weiß gar nicht, den Kuhstall hätte man, glaube ich, auch mal wieder voll machen können. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel da, ne? Gesamtkapazität 7000 Liter. Aber mittlerweile 28.000 Liter Gülle, da kriegen wir auf alle Fälle wieder ein bisschen was aufs Feld. Es wird halt trotz allem nicht reichen. Ja, das ist ein Fakt. Und wir müssen definitiv gucken. Also wenn die Kühe natürlich älter werden, ich bin gespannt. Nee, ich mache weiter bei meinem vorherigen Satz. Ich wollte schon wieder einen anderen Satz abschweifen. Wenn die Kühe ein bisschen älter werden und wir die Milch haben und da vielleicht mit der Molkerei dann noch ein bisschen zusätzlich produzieren können. Aber ich bin auch gespannt, wenn wir dann die Bäume im Winter wieder so weit haben, dass wir die häckseln können. Was da rumkommt, ne? Da ist ja auf jeden Fall auch eine ganze Menge Potenzial im Sinne von neue Einkünfte. Und das wird auch cool. Also das werde ich auch genauso in der Form werde ich das wieder machen. Ne? Der Kollege hat sich scheinbar was gedacht, als er auf der Brebach gesagt hat, okay, Hackschnitzel bringt diesen und jenen Wert.
Weil ich bin, ich habe das nie in einer anderen Map probiert, aber ich bin echt der Meinung, das ist hier irgendwie angepasst. Das wirkt für mich, der Preis wirkt höher als normal. Ich dachte, ich habe mir das immer mal angeschaut und war dann der Meinung, nee, das passt irgendwie nicht so richtig und da ist doch Holzfällen einfach effizienter. Aber ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es nicht so ist. Und also zumindest hier. Oh, also Quatsch, hier haben wir es ja nachgetestet, hier ist es nicht effizienter. Und von daher, naja, mal gucken, mal gucken. So. Letzte Bahn. Und dann haben wir die Runde hier schon durch, ne? Einmal noch ein bisschen mehr ausschweifen hier rechts. Wobei ich glaube, wenn das ein bisschen nicht ganz 100% übereinpasst, ist es auch okay. Ach, rückwärts fahren kannst du so echt nicht, ne? Macht auch natürlich auch ein bisschen Sinn, ne? Dass das nicht so gut funktioniert. So, können wir wieder zusammenklappen und wieder einparken? Das sieht aus hier. Also, das ist wirklich so viel Masse, die hier auf dem Feld liegt. Ich bin mal echt gespannt. Oktober, da könnte man ja wirklich erst Ende Januar verkaufen. Ne? Da wird unser Traktor wird blockiert. Ah, das ist hier wieder die Bahn. Das haben wir immer gehabt. Ich müsste die wahrscheinlich mal neu erstellen und mal noch ein bisschen anpassen. Das ist nur die eine Ecke hier, die ist immer problematisch. So. Ja, wie machen wir es, wie machen wir es? Ich mache es auf alle Fälle erstmal sauber. Auch wenn wir jetzt nicht so viel sehen. Denn den Heuwender werden wir nicht gleich wieder brauchen. So dreckig ist er auch nicht gebunden, ne? Also ich glaube nicht, dass ich alle Arbeitsschritte hier im Oktober mache. Dafür ist mir das einfach zu dunkel. Und ich glaube, ich habe eher Bock selber mit dem Büro zu fahren. Das macht mir gerade irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Ist echt faszinierend, dass der hinten wesentlich eine wesentlich bessere Ausleuchtung hat, ne? Huch, da sind wir schon angestoßen. So, ganz kurz, wir schnappen uns mal den Gabelstapler und dann würde ich mal zumindest kurz die Kühe füttern, dass die auf alle Fälle safe sind, denn wenn wir das vergessen, wird's Brühe. Wir haben jetzt das Anbauteil, kriege ich das mit dem hier kurz weggehoben? Ich vermute, dass das von der Kollision her nicht passt. Das ist natürlich gerade ein bisschen ärgerlich. Können wir das aber auch einfach ein Stück rausziehen, hä? Ja, das wird nicht funktionieren. Okay, wir können aber hier an der Seite so ein bisschen ranfahren. Das kriegen wir auch hin. Da kriegen wir den Ballen hier rausgehoben, denke ich. Und dann haben die Kühe auf alle Fälle erstmal wieder einen Ballen. Vielleicht kriegen wir den zweiten ja auch noch raus. Schlechte Idee, hier komme ich so nicht durch. So, der wird wohl gleich hier despawnen, der Kollege. Ja, da ist er weg. Und wir können ja mal noch eine Runde mit dem Bührer. Das können wir auch machen. Lass mal den zweiten da einfach liegen. Mit dem Ladewagen holen, oder? Können wir den zumindest mal kurz testen.
Zuerst müssten wir natürlich eine Schwart machen. Wir können ja ein bisschen anfangen. Wir können ein bisschen rumspielen. Ich will mir das einfach mal angucken, wie gut die Geräte funktionieren. So, die Feinheiten und so, das können wir alles im November machen. Wenn es dann auch ein bisschen besser ist vom Wetter. Aber so ein bisschen rumspielen, was der so kann. Das glaube ich, das kriegen wir hier heute noch gut hin. Ja, gespannt, was das jetzt für Schwaden wären hier. Ordentlich. Also ich glaube, gefühlt, das wäre man nicht mit Eimer. Drüber fahren. Also hier müssen wir bestimmt mehrmals ran. Alter Schwede. Ich guck gerade hier noch. Ich würde ganz gerne ein schönes Screenshot noch machen hier so. Ich muss mir ja mal überlegen, so parallel, während ich hier produziere, wie nennst du die Folge dann nun? Das wäre denn geil. Und was nimmst du mit drauf? Ne? Aber wenn ich so von der Zeit her gucke, wird es wohl so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass das hier die Nachtfolge wird. Aber die Ausleuchtung ist halt nicht ganz ideal. Ne? Ah, wenigstens den mal noch weg. Mal gucken, vielleicht sowas. Es ist halt einfach finster, ne? Aber auch hier muss man wieder dazu sagen, ne, läuft. Läuft, funktioniert, macht das Ding. Auch wenn ich, wie gesagt, wirklich davon ausgehe, dass ich hier zweimal langfahren muss. Arbeit beendet. Sehr gut. Das heißt, wir können theoretisch in den nächsten Monat springen. Würde ich auch gleich mal machen. Er ist ja hier durch, ne? Das heißt, viel mähen müssen wir jetzt nicht mehr. Wir steigen mal hier aus. Wir springen mal kurz in den nächsten Monat und machen da weiter. Es dürfte jetzt nichts Großartiges sein, was wir jetzt unbedingt noch diesen Monat machen müssen. So, November. Geht der ganze Spaß weiter. Ist natürlich immer noch finster. Vielleicht ein kleines bisschen müssen wir mal noch vorspulen hier. Ah, wird es ja langsam hell hier, oder? Ja, so passt das schon. So können wir arbeiten, Freunde. So ist das schön. Schönes Licht im Übrigen. Ja, und dann würde ich sagen, den hier jetzt noch durchziehen. Dann würde ich drüben mit dem anderen wechseln und der soll dieselbe Bahn dann einfach wieder durchziehen mit dem Schwader. Soll der einfach ganz genauso machen. Fangen wir jetzt nicht an der Truhe großartig rumzumehren. Das eine Stück, wo er hängen bleibt, das können wir einfach dann korrigieren, wenn es soweit ist. Und dann kann ich mit dem Bührer nämlich hier ganz problemlos den Rest machen.
das sieht aus, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, kann auf alle Fälle als Fazit jetzt schon mal abgeben, für das, was ich den Traktor hier gedacht habe, dass ich ihn nutzen möchte, dafür macht er seinen Job echt gut. Ne? Also, ne, man muss das immer wieder betonen, ein Traktor für so kleine Nebentätigkeiten, mal ein bisschen Wasser holen, mal hier ne, den Schwader nutzen, eine Ballenpresse oder irgend sowas in dem Dreh, das kriegt er einfach gut hin. Also da gibt es überhaupt keine Bedenken, ne? Wenn er da mit den PS-Zahlen und so, also bin ich mit dem gerade echt, ich bin so positiv überrascht. Ne, es muss halt nicht immer der 300 PS-Traktor sein. Manchmal tut es halt eben auch das kleine Modell für den schmalen Taler. So. Hey, können wir das Ganze noch ein klein wenig in die Mitte schieben? Ja, das ist ja immer mit der Spur hier so ein bisschen so eine Sache. Ja, ich sehe das eh noch nicht. Also ich sehe das nicht, wie das Fahrzeug das hinbekommen soll. Könnte ihn natürlich jetzt auch auf der anderen Spur durchfahren lassen. Ne? Da müsste ich jetzt nicht erst umkoppeln. Aber ich will natürlich wissen, was der Bührer kann. Das ist für mich schon entscheidend. Deswegen stelle ich den jetzt hier ab. Den Schwader. So. Und wir holen uns... Wir holen uns nochmal schnell die Ballenpresse. Ich meine, das wird jetzt auch kein großartig verrücktes Ding, ne? Ich meine, das wird funktionieren. Ich bin da relativ sicher, dass das klappt. Aber probieren möchte ich es natürlich trotzdem und ich möchte es mit euch zusammen machen. Von daher schauen wir uns das einfach mal an. So. Da steht die Gute. Da ist auch noch ein bisschen Restlitter drin von der letzten Ernte. Hat wieder nicht sauber gemacht. Müssen wir bloß eine Sache mal nochmal eingucken. Genau, wir haben jetzt die Ballengröße, die würde ich natürlich auf 180 ändern. Das wird sich, vermute ich mal, erst mit dem nächsten Ballen irgendwie klären. Denn der Ballen aktuell, der wird halt einfach die Größe beibehalten. Ich fahre hier einfach mal in der Mitte. Wir machen hier einfach mal Spur für Spur. Also... Ballenzähler zurücksetzen. Alt X. Das glaube ich, fragt mich nicht, irgendeine Mod ist das auch. Automatisches Ablegen, genau. Das wollen wir natürlich anschalten. Ja, und dann ist es hier genau das, was ich gedacht habe. Naja, also ich krieg das einfach, ich muss jetzt zweimal über die Schwad fahren. Einmal links, einmal rechts, weil sonst bleiben links und rechts kleine Krümelchen liegen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Nerv drauf. Deswegen machen wir es einfach so. Sitzt natürlich mit dem Ballen ein bisschen doof, das gebe ich zu. Es ist halt auch einfach wahnsinnig viel, ne? Naja, die Wendemanöver, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, dass das jetzt total gut, obwohl es geht auch hier, ne? Der hat halt einfach zu kämpfen, weil es einfach viel ist und das hätte der andere Traktor halt eben auch, ne?
Ja, keine Ahnung, wie ich es dann am besten mache. Ich glaube tatsächlich, wir werden mal ganz kurz den Traktor nochmal wechseln. Hier mal die Geräte wegschaffen. Und dann werde ich hier den Schmarder mal auf alle Fälle noch anschmeißen. Cleverer wäre es natürlich vermutlich mit dem Bührer. Eher die Schwart jetzt zu machen auf dem anderen Feld. Ich glaube, das kriegt der besser hin. Und mit ihm hier eher die Beine zu pressen. Ne? Das wäre wahrscheinlich cleverer. Vermutlich wechsle ich da auch gleich nochmal. Ich glaube, das ist erstmal sauber genug. Da wird eh wieder dreckig. Einmal hinten. Einmal vor. So. So krass, wie sich das wirklich dann immer wieder beim Umsteigen, also das finde ich das Schönste eigentlich quasi, diesen Umstieg und diesen Kontrast wirklich von alt zu neu. Genau, ich habe gesagt, ich will mit ihm hier eher die Ballen mir nehmen, vornehmen, ne? Ich glaube, das macht sich mit dem einfach besser, weil dieses Vorwärts-Rückwärts-Fahren ist einfach wesentlich angenehmer. Und das bedeutet hier im Bührer, falscher Trecker. So, mit dem brauchen wir jetzt natürlich die richtige Tour, ne? Aber die habe ich ja sozusagen schon abgelegt. Für diejenigen, die sich fragen aus meiner alten Struktur, Mensch, Sense, was ist das für ein komischer Name? Das ist Feld 00B, weil das Feld keinen Namen hat. Es ist tatsächlich, ich hatte mir nämlich gedacht, ne, wenn ich mir mal so angucke, Feld 1 gibt es schon, das ist das hier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne, die haben keine Feldnamen. Deswegen habe ich einfach gesagt, Feld 0 und das ist Feld 00a und das ist Feld 00b. Und bisher habe ich das andere einfach noch nicht benutzt. Und deswegen ist mir das einfach Latte. So, dann soll der hier mal machen. Ich glaube, das kriegt der hin. Nicht zuversichtlich. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Wenn wir nämlich mit ihm her jetzt hier einfach ganz getrost uns um die Beine kümmern. Und dann haben wir es echt perfekt aufgeteilt, ne? Denn... Also wie gesagt, der Bührer, der hätte das geschafft. Das sah gut aus. Aber es ist halt so, mit dem hier geht halt gerade vor allem das Rückwärtsfahren. Das ist halt einfach fluffiger. Das liegt aber daran, weil es eine Automatik ist. Und... der Bührer halt durch die manuelle Schaltung halt das immer ein bisschen in eine Sekunde dauert. Es hat halt immer diesen gewissen Delay. Und dadurch fühlt es sich halt einfach nicht so sehr flüssig an. Das klappt mit dem hier halt einfach schöner. Und klar, hier merkt man natürlich, ne, die Beinpresse braucht 100 PS, der Bührer hat 100 PS. Und es ist dann halt einfach in dem Falle wirklich an der Grenze, wo ich sage, das hier funktioniert wirklich smooth. Die kleinen Cola-Kugeln, die gleich wieder runterrollern. Oder? Nee, bleibt gut stehen. Sehr gut. Ja,
Ich glaube, ich mache mal hier noch ein bisschen. Zieh mal meinen Krempel noch so durch. Wir schauen mal, wo wir in der nächsten Folge dann stehen. Ob ich noch ein bisschen weitergemacht habe oder das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Da lasst ihr euch einfach mal ein bisschen überraschen. Und vielleicht noch so ein bisschen. Wir können ja noch mal über langfristige Ziele, also beziehungsweise der nächsten Folgen so ein bisschen sprechen. Denn wenn ich mal so gucke, ne, 11.000 haben wir jetzt momentan oben auf da, was das Finanzielle angeht. Wir haben noch 30.000, das heißt, wir haben ungefähr 40.000 Euro zur Verfügung. Wir bekommen, Gebrauchtwarenmarkt, gibt es hier eigentlich was Cooles Neues? Guck mal, ein Class Dominator. Das ist ein Mod, ne? Das ist ein Mod. 80.000. Ich wusste gar nicht, dass ich den Drescher Class Dominator Pack. Das sind die hier, ne? Kombination. Ja, die fahren halt auch nur mit kleinen Schneidwerken, ne? Aber sind dafür eigentlich auch wieder ganz cool. Gibt es viele kleine. Ach hier, das ist hier Schneidwerke-Mod. Wie es halt wieder so ist, ne? Eine Sache wollte ich noch wissen, und zwar die Produktion, das Produktionsgebäude mit dem Gerste-Pack. Da wollte ich noch mal schauen, was das Gülle- und Gerste-Trocken kostet. 50.000. Okay. Okay, 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 check. Das war mir jetzt noch mal wichtig zu wissen. Also das werde ich sehr wahrscheinlich irgendwie mit reinnehmen. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Mein Favorit ist es eigentlich eher zu sagen, wir machen erstmal irgendwie Platz und BGA. Das halte ich einfach für die sinnvollere Geldausgabe. Und ich glaube, dass die BGA... also ich würde jetzt mal zwischen Milch und Molkerei. Das war ja der eine Step, was uns da noch Geld bringen wird. Und zwischen BGA, das würde ich jetzt ein bisschen davon abhängig machen, wann wir wo stehen. Das bedeutet, wenn wir Hackschnitzel. Jagdschnitzelverarbeitung, die wird uns auf alle Fälle gut was an Geld einbringen, ne? Und ich denke einfach, wenn wir uns dem Punkt nähern, wo unsere Bäume reif sind, dann würde ich dann eher das Geld wirklich dafür nutzen, um die kleine Hof-BGA zu stellen. Und wenn sich aber das vorher schon finanziell ergibt und wir genügend Kühe haben und genügend Milch, dann würde ich eher in die Molkerei erstmal investieren. Aber das sind so die nächsten Steps. Ich glaube, wir brauchen keine neuen Gebäude vorher. Wir brauchen auf alle Fälle ein bisschen Land. Das ist Fakt, denn irgendwo müssen wir ja die BGA hinstellen. Und ich halte das trotzdem insgesamt erstmal für die sinnvollste Investition. Ne? Ich habe ja auch viel über Schafe geredet und so. Aber ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, ob das clever ist, jetzt noch erst auf Schafe zu gehen, weil dort brauchen wir auch wieder massenhaft Produktionsgebäude, ehe wir das effektiv nutzen können. Und das halte ich einfach nicht für eine clevere Entscheidung. Ich denke, die BGA ist einmal richtig investiert nochmal. Und die kostet ja, ich glaube, 125.000. Ne? 135.000 kostet die kleine Hoch-BGA. Und die finde ich finde die einfach cool. Die hat einfach Style, das Gerät. Das muss man einfach so deutlich sagen. Aber, oh, Bührer macht, Bührer läuft, aber Platz, ne, Platz ist wirklich so eine Sache. Hof-BGA, ne, wie der Name schon sagt, wäre natürlich irgendwie ganz geil, wenn wir die auf dem Hof hätten. Aber ich mache mir jetzt hier mal keinen großen Kopf rum, die steht dann halt einfach, wo sie steht. Vielleicht ist das dann auch so der Punkt, wo ich sage, wir platzieren das irgendwie hier in dem Bereich. Was kostet denn das Feld da oben? Das ist ja ein Bauland. Das hier, die 62, kostet uns nämlich 22.000. Hier kann man auf jeden Fall eine kleine Hof-BGA hinstellen. Ja, warum soll die da nicht hingehen? Das macht für mich jetzt alles andere... Wäre einfach eine gute Entscheidung. Also eine Entscheidung, eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Ja, man könnte hier die BGA hinstellen, könnte dann vielleicht irgendwie man sich mal umverlagern, könnte dann hier vielleicht die Felder, vielleicht hier auch mit dem Schafstellen nochmal rumprobieren, das... Hier wäre auch eine Option, ne? Man muss ja das Feld nicht im Ganzen so nutzen.
Oder hier hinten Land zu kaufen und hier eine kleine Hof-BGA hinzustellen. Könnte auch funktionieren. Aber ich glaube, da lasse ich mich tatsächlich dann nochmal... Da muss ich erstmal noch ein bisschen überlegen. Klar wäre sie hier auf dem Hof insgesamt natürlich sehr geil aufgehoben und man könnte das Ding auch irgendwie hier reinpressen, weil das Land gehört ja uns. Aber dann bauen wir wieder unseren Hof so massivst voll und ich glaube, ich möchte das mit den Bäumen hier einfach so lassen. Wir werden ja auch die Gülle- und Gärrestetrocknung, die muss dann ja auch wieder irgendwo hin. Und wenn wir das ein klein wenig verteilen und ein paar Fahrtstrecken zwischendrin haben, dass wir von A nach B einfach irgendwo hin müssen, finde ich das auch ganz cool. Ich könnte mir vielleicht wirklich auch vorstellen, so im Nachhinein betrachtet, vielleicht doch hier hinten. Mal gucken, das Grundstück hier zu kaufen, mal zu schauen, wir brauchen ja das Silo hier nicht, das ist für mich jetzt nicht so relevant, aber hier die BGA hinzustellen, gegebenenfalls hier auch dann den Schafstall irgendwo hinzustellen, ne? Einfach so, dass man eine kleine Ecke hat, es müssen einfach 2-3 Meter gefahren werden, aber nicht zu viel. Ja, und die 61 kostet aber halt eben 43.000 als Wert mit dem Land, was dazu ist, und Feld 7 ist ein kleiner mal ein bisschen teurer, da hat man aber das Land dazu. Und Feld 9 sind nochmal Bäume, hä? Kann das sein? Lass uns da nochmal ganz kurz reinschauen, das interessiert mich gerade. Ja, Feld 9 ist nochmal komplett mit Bäumen bestückt. Auch das Feld könnte man sich sonst nochmal kaufen. Für 107.000, um da noch mehr Hackschnitzel zu verarbeiten. Also ich glaube, wir werden schon einen Weg finden. Wie war das eigentlich nochmal mit Feld 67? Der Sens immer. Ich liebe dieses. Der Planung ist für mich so, dass es macht mir einfach am meisten Spaß. Einfach zu gucken und zu philosophieren, was ist cool, was kann man machen. Ich glaube genau, das war nämlich auch noch einer von den Höfen, die ja irgendwie offen waren. Wo man noch hätte was machen können. Aber hier war, glaube ich, ein Kuhstall, stand hier drauf. Nee, hier waren Pferde, glaube ich, ne? Bauernhaus. Kuhstall. Ne? Ist ein großer Kuhstall. Hier ist eine Pferdekoppel. Unterstand mit Farmsilo. Ah, das war so eine Hütte, die gefiel mir ja jetzt nicht so dolle. Die ganzen Farmsilos sind jetzt nicht so prall. Das fand ich ganz cool, weil das eine Schüttguthalle war mit, noch anderem Kram dran. Was halt so cool hier irgendwie an den Kuhstall dran war. Ja, man muss sich das mal überlegen, ne? Vielleicht erweitert man sich ja trotzdem auch noch in die Richtung. Vielleicht kauft man den Hof auch irgendwann einfach so, wie er ist. Ne, 67 ist natürlich ganz schön teuer, das Gerät, aber weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, muss ich mir echt mal überlegen. Naja, gut. Jetzt habe ich wieder doch vor knapp 8 Minuten gesagt, wir machen Schluss und dann habe ich wieder gelabert und gelabert. Ihr wisst, wie es läuft, ne? Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.